ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Folge von Girls Time und da ich ja gesagt habe, es dreht sich jetzt erstmal so 3-4 Folgen um das erste Date, gibt es heute auch passend zu der letzten Folge Outfits, weil letzte Folge gab es ja ein Make-up-Tutorial und diese Woche gibt es dann 3 Outfits. Ja, wenn ihr sehen wollt, welche Outfits das sind, dann bleibt dran. So, das erste Outfit ist ein ganz normales Pulli-Outfit. Der Pulli ist von H&M und die Leggings von New Yorker. Also, ja, da könnt ihr natürlich auch eine Jeans tragen oder einen Rock oder keine Ahnung. Es soll einfach nur so ein wärmeres Outfit sein für Winterdates. Dann ist eins für den Frühling. Da ist das T-Shirt aus Mallorca und auch die Leggings wieder von New Yorker. Dazu könnt ihr aber auch einen Rock oder eine Shorts tragen. Einfach, ich finde das T-Shirt echt schön mit diesem Detail und diesem Jeans-Optik. Und ich habe dafür nur 5 Euro gezahlt. Also, mega cool. Und ja, das wird definitiv diesen Sommer mein Lieblings-T-Shirt. Und dann kommen wir schon zum letzten, das ist ein Sommer-Outfit, einfach ein Kleid. Das hat hinten auch so einen schönen Cutout, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr getragen. Ich hoffe, ich kann es bald wieder tragen. Und ja, mir gefällt es sehr gut. Aber das sind so meine 3 Outfit-Inspirationen, was ich zum ersten Date tragen würde. Aber mein erstes Date war vor 4 Jahren. Das waren die Outfits. Ich hoffe, euch gefallen sie. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und nächsten Monat wird sich dann wieder ans erste Date gehen. Ich denke mal so über Date-Pläne. Was kann man dann so machen? Das ist, glaube ich, so der nächste Plan. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und einen schönen Start in die neue Woche. Und vergesst nicht, morgen um 14 Uhr einzuschalten. Denn es gibt eine neue Folge von meiner Zeitschriftenserie. Und dann natürlich auch eine Verlosung. Ja, also ganz viel Spaß. Ups. Und wir sehen uns am Morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video.